However, I am not like the Drachenlord. I'm super klug. Bandenkriminalität! Ja. Ja, bei mir der Polizeieinsatz in meinem militärgeheimdienstlichen Unterkünftchen, ne? The Base. The Base ist ja wie beim Militär, The Base. Und da hatte ich also einen Polizeieinsatz von einer Gruppe, also waren bestimmt 10 Polizisten, auch Polizistinnen. Natürlich sehr ungewöhnlich für eine Ruhestörung, 10 Polizisten, beziehungsweise auch, also sagen wir ungefähr 3-4 Polizistinnen und der Rest Polizistinnen, so viele zu haben. Warum waren es so viele? Ja, weil es natürlich um mich ging. Nicht, weil ich so wichtig bin, sondern weil ich natürlich die Mafia bekämpfe und die das auch wissen. Das hat die Polizei mitgekriegt und jetzt weiß die Polizei, was Sache ist. Deswegen haben sie 10 Leute zu mir geschickt, 10 Polizisten. Und da war klar, einer von denen war ein Mafia-Fuzzi. Und die wollten testen, ob ich das checke. Weil ich ja die feine Sensorik habe als emotionaler ADHSler. Also ich bin ja emotionaler ADHSler-Combined-Type. Das heißt also genau im Sweet Spot der Elite, dass ich eben auch checke, mich richtig zu benehmen, logischerweise, ich bin nicht hyperaktiv und ich bin auch nicht inattentive. Ich bin genau im Sweet Spot, also ich bin in der Lage, mal ein bisschen aufzudrehen. Das ist der Junge! Mal ein bisschen wieder runterzufahren. Also ich bin genau im Sweet Spot, dass ich eben wirklich emotionale Intelligenz habe. Und da ist jetzt eben klar, dass ich ja sofort festgestellt habe, dass einer der Polizisten eben kein Mensch mehr war, sondern ein degenerierter Mafia-Zombie. Das habe ich daran gemerkt, dass er im Gesicht eindeutig zu erkennen war, weil er ein viel dunkleres Gesicht hatte. Ein viel dunkleres Gesicht und vor allen Dingen auch die Augen einfach viel dunkler aussahen als bei den Polizisten. Die Polizisten sahen eher weiß, milchbubiartig aus, während dieser Polizist, also dieser Mafia-Polizist, eben gar nicht milchig und irgendwie menschlich aussah, sondern eben logischerweise schon degeneriert. Und das habe ich natürlich auch sofort gesagt und ich habe ihn auch angeschrien und sofort gesagt, sie werden kastriert werden. Der hat nicht nur einfach irgendwie das so abgetan, was ich ihm da sage. Ich meine, ich habe als Bürger einem Polizisten, ne? Okay, ein Mafia-Polizist, aber trotzdem, ich habe einem Mafia-Polizisten ins Gesicht gesagt und zwar geschrien, dass er kastriert werden wird. Der hat daraufhin reagiert, so, und hat einfach seine Hand genommen und in seinen Schritt gepackt, so im Sinne von, guck mal, wie krass ich bin. Ich sag's nochmal, ich bin im russischen Sektor in Berlin, im Ostteil von Berlin und da können die Mafia-Fucks mich nicht erreichen. Auch wenn die Mafia-Fax wissen, wo ich bin, können sie eben hier mich nicht anrühren, weil ich eben im russischen Sektor bin, wo eben die Russen das Sagen haben. Und da werden dann eben Mafia-Fax, die auf dem Weg sind, zu mir eben einfach auf eine kleine Reise geschickt, das heißt in eine Psychose geschickt. Und dann kommen die Mafia-Fax eben nicht bei mir an. Oder wenn sie gerade bei mir an der Tür sind, kriegen sie plötzlich eine Psychose und gehen dann crazy durch die Gegend, ne? Das heißt Peace, Love and Harmony. Wir wollen natürlich wie die Hippies Peace, Love and Harmony. Das ist eben Weltfrieden, ne? Peace, Love and Harmony. Und da ist klar, also ich kann von hier aus hervorragend streamen, weil ich eben hier logischerweise unangreifbar bin. Ne? Bin ich einfach mal so, oder? Mal so richtig, ne? Und da kann ich euch dann weiter informieren über den Sachstand, wie das Militär mittlerweile so drauf ist, ob das Militär das langsam mal gecheckert hat, was ich da alles erarbeitet habe, ob die jetzt langsam mal in die Puschen kommen oder ob das Militär nochmal eine extra Einladung braucht. Man muss ja einfach sehen, die sind ein bisschen langsam. Die beim Militär, die sind immer so spielemäßig unterwegs, die sind so spielesüchtig, die spielen so gerne Spiele beim Militär. Und deswegen dauert das immer alles so lange. Bei mir hat das jetzt 6,5 Jahre gedauert, bis sie jetzt endlich mal mich haben da reden lassen, wie das denn so ist mit dem Mafia-System. Vorher haben sie mich nur beschäftigt mit ihren Brain-Mind-Control-Technologie-Waffen, den Gehirn-Waffen. Und natürlich ist das eine enorme Zeitverschwendung, 6,5 Jahre lang. Erstmal nur, sagen wir mal, die Hälfte der Zeit, 3 bis 4 Jahre, erstmal nur irgendwie da Szenarien da durchzumachen, Ping-Pong und irgendwie da nochmal was und da nochmal was und da nochmal was.
Nur um sicherzugehen, dass ich also irgendwie stressresistent bin, irgendwie verlässlich bin, mich irgendwie opfern würde für meine wunderbaren Freunde, für die Menschheit und so weiter. Also ich bin jetzt double, triple and quadruple checked. Und logischerweise bin ich jetzt dann eben auch langsam mal im Militär so ein bisschen angesehen. Und die sagen jetzt, ja, okay, was der Karl da sagt, ist schon richtig, weil der ist ja auch Top-Akademiker von der besten Uni in München, von der besten Uni in New York City, von der besten Uni in London. Und der hat ja unser Ping-Pong-Training, unser Szenariospielchen da mitgemacht. Und der hat sich ja auch geopfert für die ganze Menschheit. Und der war ja auch total lieb. Und der hat ja auch für seine Freunde da immer wieder Messerstiche in den Hals eingesteckt, also selber reingemacht. Und da muss man sagen, ja, die sind jetzt langsam schon auch überzeugt, dass da die Mafia gibt. Da habe ich jetzt eben auch zum Beispiel das Militär jetzt auf meiner Seite. Da habe ich jetzt die letzten 3 Tage damit verbracht, sagen wir die letzten 5 Tage, das Militär zu briefen. Die haben dann währenddessen immer geguckt, wie meine Gehirnaktivität ist, als ich das erzählt habe, um sicher zu gehen, dass ich da auch nicht lüge oder so, ne? Dass das also auch sicher ist, was ich sage. Und es war sicher, habe alles richtig gemacht, war alles richtig. Gerechtigkeit ist so geil, Gerechtigkeit ist so geil, Gerechtigkeit ist so geil, Gerechtigkeit ist so geil.